Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Pikachu. Ja, beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen in Prismania City umgeschaut und haben das Team Rocket Versteck aufgedeckt. Und ja, schaut euch mal Pikachu an. Ich habe mich selber auch mal ein bisschen umgezogen. Aber Pikachu sieht einfach nur witzig aus. Es hat einen Dickdarm auf dem Kopf. Ja, da habe ich einfach mal ein bisschen rumgespielt mit. Mit diesen ganzen Outfits hier. Der formelle Hut, den trage ich auch. Pikachu trägt momentan den Dickdarm-Hut. Den werde ich aber Pikachu, glaube ich, mal ausziehen, weil es sieht einfach nur scheiße aus. Auch wenn es witzig ist. Und ja, ich habe mir noch die formelle Hose und den Beutel gegeben. Einfach mal um ein bisschen Variation zu bringen. Pikachu trägt hier die schwarze Brille noch. Und das formelle Shirt. Auch wenn Pikachu einfach nur seltsam dann aussieht. Aber es sieht irgendwie schlau aus. Von daher lassen wir es einfach mal. Ja, das wollte ich noch gezeigt haben. Den Dickdarm-Hut werde ich jetzt erstmal auslassen. Weil ganz ehrlich, das sieht einfach nur grottig aus. Auch wenn es witzig ist, ich lasse es erst einmal. Und ja, wir bringen noch diesen Tee vorbei. Hä? Dein Tee riecht wirklich verlockend. Wie bitte? Du schenkst sie mir? Wow, das ist aber nett von dir. Danke. Gluck, gluck. Boah, tut das gut. Du willst das davon der City, stimmt's? Dann geh, ich lass dich durch. Ich werde den Tee mit den Wachmännern an den anderen Toren teilen. Das ist nett. Gehen wir mal kurz nach Safronia. Na gut, dann waren wir mal hier, aber ich glaube, die Stadt werden wir erst ein andermal erkunden. Wir sind ja jetzt noch bei weitem nicht in dieser Stadt angekommen. Ist ja... Wow. Armada an Pokémon-Card aufgetaucht. Wir sind ja erstmal noch hier in Prismania City zugange und da werden wir jetzt auch erst einmal reingehen, beziehungsweise halt in das Team Rocket Versteck. War ich eigentlich Pokémon heilen? Ja, ne? Ja, war ich, gut. Vorbereitet wie eh und je, aber man kennt's ja nicht anders. Ne? Ja. Gut, dann betreten wir mal das Team Rocket Versteck. Und hier bin ich jetzt auch einfach mal gespannt, wie ich mich hier so schlagen werde. Weil, ja, es ist schon eine Weile her, dass ich hier mal durchgegangen bin. Und ja, Team Rocket, ihr Verstecke ist ja gerne mal mit kleinen Teleporter-Rätseln, whatever, gepflastert und wir sind schneller als ein Golbat? What? Wegen Dunkelnebel? Hm, keine Ahnung. Headbart. Warum ist ein Gardler schneller als ein Golbat? Golbat ist doch eigentlich gar nicht mal so langsam. I don't know. Ja, Team Rocket Verstecke sind ja gerne mit Teleporter-Rätseln und allen möglichen Rätseln verbunden. Beispielsweise hier diese Teleporter oder diese Drehrätsel. Psst, nicht so laut. Ist dir auch niemand gefolgt? Gut, ich bin nämlich eine schöne Spionin auf einer Cover-Mission, musst du wissen. Was macht denn ein Kind wie du an so einem gefährlichen Ort? Ich will mich nur mal umschauen. Nee, ich will sie besiegen. Hey, du hast Mom, das gefällt mir. Weißt du was? Als kleines Andenken an unser Treffen kriegst du von mir ein Geschenk. Das Team Rocket Set. Wenn du das trägst, siehst du gleich wie ein echtes Mitglied von Team Rocket aus. Bei deiner Größe merkt man allerdings sofort, dass es nur eine Verkleidung ist. Oh, schade. Aber ich will ja sowieso gegen diese Lappen hier kämpfen, von daher.
Ey, hallo. Der hätte mich schon längst sehen müssen, Junge. Meine Güte, das sind alles Blindfische. So wie ich, aber ja, ich bin auch Pillenträger. Zwar auch erst seit diesem Jahr, aber naja. Man muss ja sagen, sobald man mal eine Pille trägt und eine Weile die auch getragen hat, wenn du danach nicht mehr, also wenn du die Pille dann mal abziehst, okay, Finale, spreng dich halt in die Luft. Aua, das tat weh. Ja, und dann mal die Brille abzieht, man denkt, man wäre blind. Also nicht blind, aber man sieht halt wirklich nur noch verschwommen und all. Und das ist irgendwie ein komisches Gefühl, sagen wir es mal so. Also mit Brille sieht man eben alles ganz gut. Und wenn man sich dann mal kurz abzieht, gerade wenn man halt schlafen geht, man sich dann mal kurz so umschaut, alles so verschwommen. Die Welt ist so verschwommen. Es ist schon irgendwie blöd. Vor allem, wenn man eben was am Kochen ist oder irgendwas halt, gut kochen, man irgendwas im Ofen hat oder so und auch irgendwas brät oder halt irgendwas am Kochen ist. Und dann diese ganze, Dampf nach oben geht, dieser ganze Nebel. Oder selbst wenn man nur am Duschen ist, wenn man dann eben geduscht hat und die Dusche verlässt und dann überall noch so ein bisschen Nebel ist, die Pille beschlägt sofort. Und dann musst du erst einmal den ganzen, die Pille erstmal wieder freiräumen, dass du wieder halbwegs was siehst. Ja, die Last eines Brillenträgers. Auch wenn ich, wie gesagt, erst seit diesem Jahr einer bin. Auch wenn ich wahrscheinlich, ja, schon viel länger eine gebraucht hätte, aber naja. Man ist halt dumm, ne? Ja. Man ist halt dumm. Manchmal. Vielleicht auch öfter. Keine Ahnung. Komm, das ist nur ein kleines Radfratz und du lässt dich hier so fertig machen, dieser Samen. Dieser Knosp, meine, Entschuldigung. Das ging in die Hose. Du sollst dir nicht immer die Hose machen, meine Güte. Achso, wir können uns ja mal kurz das Team Rocket Outfit anschauen. Rocket Oberteil. Ja, momentan das. Na ja, komm. Wieso nicht? Sieht sogar auch nicht so verkehrt aus. Schuhe. Okay, hier lassen sie schon mal der kleinen keine Overknees wie die Rocket Ripple sie haben tragen, aber okay. Hat was. Kopfbedeckung wird wahrscheinlich auch komplett schwarz, ohne ein R, okay. Laufen wir mal als Team Rocket Ripple rum. Ich glaube, Pikachu. Komm, Pikachu kriegt die auch mal. Wieso nicht? Kleidung, Rocket Shirt. Yeah, wir sind voll cool. Wir sind Team Rocket. Jetzt gibt's Ärger und es kommt ein neuer Härter, Leute. Stärke-Bonbons. Ja, diese ganzen Bonbons, da müsste ich mal gucken, ob ich die überhaupt verwende. Jawohl, hier kommen wir natürlich nicht weiter. Gut, dann haben wir das Stockwerk wohl soweit fertig. Dann können wir jetzt runtergehen. Und uns hier weiter durchkämpfen. Und ich merke ja irgendwie schon, ich glaube, dieser Knosp werden wir nicht allzu viel Spaß hier mit haben. Hypno. Wow, schon Hypno. Kein Tomato. Wow, wir sind Besmania und wir haben schon Hypno. Ja, also man muss schon sagen, man merkt definitiv, dass
vom Level her die ganzen Trainer hier stärker sind als im Original, beziehungsweise von Rot, Blackgrün und so weiter. Das definitiv, die Levelkurve ist schon stark angestiegen. Ich meine, in Feuerrot beispielsweise war Erika ihr stärkstes Pokémon, ja glaube ich sogar auf Level 29. Und hier laufen jetzt schon die dämlichen Rocket-Rüpel mit diesem Level herum. Beziehungsweise auch unser Rivale im Pokémon-Turm hat ja auch Pokémon mit diesem Level. Oh Mann, jetzt fängt der Mist an. Mal ernst, würde ich hier so rumgespinnt werden? Danach wird man doch erstmal sich übergeben müssen, oder? Weil es einem so schwindlig ist. Na, wo kommt das? Können wir mal so machen. Und das Item holen, ein Aufwecker. Ja, der hier. Da kommen wir an das Item heran. Erholung, okay. Erholung brauche ich zwar eigentlich nicht, aber naja, man nimmt's mit. So, dann gehen wir mal hier lang. Von hier aus kommen wir ja sowieso überall hin. Ja, den da brauchen wir nicht. Gehen wir hier lang. Der obere. Okay, hier kommen wir an das Item da hinten ran. Wir wollen natürlich alles mitnehmen, ne? Ist ja klar. Alles, was geht, nehmen wir mit. AP Plus, ja, hat sich doch schon fast gelohnt. Auch wenn wir jetzt einen gewissen Umweg gehen müssen. Also wir dürfen jetzt den ganzen Weg hier wieder von vorne laufen. Aber gut, wir wollen alles mitnehmen. Wir erkunden alles, von daher ist das jetzt erst einmal egal. Ich glaube, wir können hier schon lang. Ja, können wir auch. Wunderbar. Dann hier runter wieder und dann sind wir auch schon wieder da, wo wir gerade aufgehört haben. Ja, also die Rätsel hier sind jetzt nicht so extremst schwer. Man muss halt ein bisschen gucken und überlegen, aber an sich kann man hier allzu viel auch nicht falsch machen. Von daher, es ist jetzt nicht das alleranspruchsvollste der Welt, aber auch nicht unbedingt das allerleichteste Rätsel der Welt, aber naja. Es ist Pokémon und für damals, na gut, damals waren die Spiele allgemein nicht gerade sehr leicht. Aber Pokémon, ja gut, Pokémon in der ersten Generation war eigentlich mehr oder weniger deshalb schwierig, wegen dem miserablen Kampfsystem damals. Ansonsten war Pokémon Rot, Blau, Gelb und so jetzt auch nicht gerade allzu schwierig, aber ja, das ganze Kampfsystem und das Fun-System damals hat es eben auch doch ein bisschen schwieriger gemacht. Ansonsten war es halt wirklich nicht schwierig. Da kann keiner sagen, dass diese Spiele schwer waren, muss ich sagen. Eindringling gesichtet. Ja, heul doch. Dann verjag mich doch. Kriegst du eh nicht hin, ich weiß. Rettern. Lies mal Rettern rückwärts. Ja, ja, was ein nettes Easter Egg, ne? Oder halt. Ja, Gag. Keine Ahnung. Ich glaube, den habe ich auch schon ein paar Mal gebracht. Als wir. Oh, der. Ja, lies mal aber rückwärts. Lies mal Girafarik rückwärts. Gibt es sonst noch irgendwelche Pokémon, wo die den Gag gebracht haben?
weiß es gar nicht. Wenn man den Namen von dem Pokémon rückwärts liest, dass es dann irgendeinen anderen Namen ergibt. Bei Gearfark ist ja anders nochmal so, dass natürlich ein Flinch, dass es seinen Namen ebenfalls wieder ergibt. Also sein Name ist der gleiche Name rückwärts geschrieben. Bei Arbok ergibt es ja Cobra und bei Retter Natter. Gibt es da sonst noch irgendwelche Pokémon, die das hatten? Ich weiß es gar nicht. Mir fallen jetzt so gesehen nur diese drei ein. Müsste ich mal nachgucken, ob es da noch ein paar gibt. Aber wie gesagt, mir fallen jetzt gerade nur die beiden ein. Gab es hier nicht irgendwo noch den Liftöffner? Oder war das in einem anderen Stockwerk? Ich weiß es nicht. Ohne den richtigen Schlüssel scheint sich hier gar nichts zu tun. Ja. Oder gibt von denen einer mir den? Ich muss jetzt gerade ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr. Hä? Ja. Schön. Wo gibt's den nochmal? Bin ich gerade blind, blöd, whatever? Sag nichts, ich weiß, ich bin blöd, aber. Oder wir gehen nochmal eine Etage weiter. Runter. Ich denke mal, wir gehen nochmal eine Etage weiter runter. Und ich tippe mal, dass wir. Ja, gut, klar. Wir haben hier ja noch gar nichts erkundet. Und von dort aus werden wir dann zum Boss kommen. Würde ich jetzt einmal so sagen. Golbat. Auch Golbat, du kannst nichts gegen mein Garados ausrichten. Auch dein Biss wird dich nicht retten. Und es wundert mich immer noch, dass Garados schneller ist. Ich meine, das Golbat ist das von Level über uns. Wieso ist Garados so schnell? Gerade X-Bad ist doch eines der schnelleren Pokémon. Und dann, ja, okay. Nehmen wir mal so hin. Hey, da liegen Pokebälle. Finsteraura. Wow. Das ist doch mal ein schöner Fund. Und ein Beleber. Und jetzt haben wir wieder ein weiteres Rätsel. Okay. Einmal hier lang. Dann mal hier lang. Dann mal da unten das Item holen. Dieser Knopf leidet da unten schon irgendwie. Dann mal hier entlang. Und schon sind wir ohne. Easy. Oh, den habe ich gerade gar nicht gesehen, muss ich sagen. Den habe ich gerade übersehen, aber auch du wirst mich nicht aufhalten können. Nee. Vor allem nicht mit dem Radplatz. Warum hast du kein Radikal? Mal im Ernst. Hier laufen Leute mit Hypno rum, Golbat, aber haben dann nur ein miserables kleines Radplatz. Ja. Vor allem auf Level 29, dann müsste schon seit 9 Leveln ein Radikal sein. Aber wenn sie meinen, dann sollen sie es so machen. Voltoball! Da können wir wieder mit Nidoqueen kämpfen. Oh Mann, wir haben bald ein Visaflora, ne? 3 Level noch, meine ich. Auf Level 32 entwickelt sich doch Bisaknosp zu Bisaflora, meine ich zumindest.
meine ich zumindest, dass es so war. Oh, schade, ich dachte, es reicht für einen One-Shot, aber leider nicht. Ja, mein Trommelfell, es ist zerplatzt. Na ja, so ein Kreideschall von dem Boltup-Ball, das muss gewiss ganz schön wehtun in den Ohren. Deshalb sinkt ja auch die Verteidigung. Weil man sich weniger verteidigen kann. Okay, wir holen uns jetzt natürlich noch das Item. Für ein Sonderbonbon. Na ja, gut, ob sich das jetzt gelohnt hat, ich weiß es nicht, aber... Was wir haben, das haben wir. So kann ich Glutexo noch mal ein bisschen näher ans Team bringen, ne? Kann ja auch nicht schaden. Hier müsste einem doch schon längst ein Drehwurm sein. Mal im Ernst. Hm, das hier sieht jetzt anders aus, als wir es kennen. Hypertrank. Huch, wer ist denn das? Nee, sag mir nicht, das ist hier der von... in Goldsilberges Tal, der Boss. Wie hieß der? Ich komme gerade nicht drauf, aber... Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Könnte sein, dass der es ist. Ich komme gerade wirklich nicht auf den Namen. Aber ich denke mal, das wird das sein. Nur, dass der hier ein bisschen anders da aussieht. Easy One-Shot. Easy. Oh nein, ich habe verloren. Der Liftöffner ist nicht mehr unser. Oh, mein schöner Aufzugsschlüssel. Ich darf ihn nicht verlieren. Na, du denkst, du hast gewonnen. Falsch gedacht. Jetzt kommt ein Plan B. Und Tap. Oh, und da ist Jesse und James. Ohne diesen Schlüssel kommst du nie bis zum Zimmer des Bosses. Hol ihn dir doch, wenn du kannst. Pikachu. Pika? Vielleicht schafft es ja Pikachu, um ihn da hochzukommen. Ja. Schmeiß es einfach hoch. Jetzt machen die auch noch ein Rätsel. Vielleicht gibt es ja irgendwo etwas, auf das du steigen kannst. Ja, hier sind Tische, hier ist... Hier, nimm den Feuerlöscher. Pokémon sollten von den Lüftungsschächten ferngehalten werden, da sie sonst Gefahr laufen, die Wände hochzuklettern. Ja, aber... Nehmen wir den Stuhl? Ja. Okay. Und hopp. Ergattert er mit Hilfe deines Partners den Schlüssel, den der Rüppel geworfen hat. Oh cool, ich kann Pikachu steuern. Pika! Okay. Hm, mehr gibt's hier aber anscheinend nicht. Okay. Sag mal, hast du das eben auch gehört? Ja, da war ein merkwürdiges Geräusch. Hat sich hier bei jemand eingeschlichen? Pika! Knurr. Oh, falscher Alarm. Das war wohl doch nur Mautis Magen. Jag uns nie wieder so ein Schrecken ein.
Super gemacht, Pikachu. Pikachu kehrt zu dir zurück und gibt dir den Aufzugsschlüssel. Wunderbar. Gut, Leute, dann würde ich es aber erst einmal sagen, das war's mit Pokémon Let's Go Pikachu für heute. Wenn euch das Video gefallen haben soll, lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch lassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was ihr gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn wir uns dann Team Rockets Boss stellen werden. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.